wir zusammen. Mein Name ist Stefan Winter von Limbic Entertainment. Wir stehen hier bei Ubisoft und wir sind die Entwickler von Might & Magic 10 Legacy. Wir hatten gerade eine kleine Präsentation mit eurem Team und haben jetzt noch die Gelegenheit, das eine oder andere im Interview zu erklären. Wo starte ich am besten? Might & Magic 10 ist unser Tribut an eine fantastische alte Rollenspielserie. Nach über 11 Jahren kommt jetzt endlich wieder ein Rollenspiel in der Welt von Might & Magic zurück auf eure PCs und wir geben uns wirklich ziemlich viel Mühe im Moment. Das ist das alte Gefühl, das Oldschool-Gefühl, das viele von uns im Team mit den alten Spielen hatten, ja, auch wirklich als gut als möglich trifft. Wir hatten gerade eine kleine Präsentation und haben ein bisschen was vorgestellt. So. Ich gebe euch aber auch nochmal hier in die Kamera ein paar Feedbacks zum Spiel. Wichtig, 4-Player-Character-Party-Hardcore-Roleplaying-Experience. Wir haben die ganzen Spielvalues, Attribute, Resistenzen, Items, Critical Chances, schöne Character Sheets, so wie es früher war, es ist wieder da. Wir haben die Dungeons zu untersuchen, wir haben Teleporter, wir haben Fallen, wir haben Schlüssel, wir haben Türen, wir haben ganz, ganz viel, was es zu tun gibt in unserer Welt von Might & Magic. Und wir machen auch endlich mal wieder ein Spiel. Ihr könnt Fehler machen und wenn ihr Fehler macht, tut es auch mal weh. Dann wird die Party auch mal sterben und dann macht ihr das Gleiche wie vor 15 Jahren. Ihr müsst neu laden, uns einfach nochmal versuchen, besser werden. Und wir glauben wirklich dran, erst wenn man auch mal einen Fehler gemacht hat, weiß man zu schätzen, wie gut der Erfolg in so einem Spiel auch schmecken kann. Es kommt zurück, Might & Magic 10, seit Montag auf Steam und Uplay. Wer auf Uplay preordert, kriegt auch eine Boxed Version. Da wird es Anfang nächsten Jahres eine echte Stoffkarte geben, ein echtes Manual, nicht irgendein PDF-Kram. Schaut es euch an und wenn ihr Lust habt, gebt uns unser Feedback. Dankeschön.